Da drin würde zuerst gar nicht checken, um was es geht, weil sie ja The Walking Dead nicht geschaut hat. Sie ist doch so naiv und will noch die Welt retten. Ich will kämpfen. Das ist Seichen. Hallo und willkommen zum neuen Video. Wir machen heute den Wer würde eher Tag und ich habe mit Andrea da. Was für eine Überraschung. Und der Bruder von Andrea, der Adrian, ist auch da. Der ist aber hinter der Kamera und wird uns die Fragen stellen. Wir haben hier zwei Zettel. Jeder hat zwei und das Lila ist für mich und das Blaue ist für Andrea. Und ich nehme es glaube ich die gleiche Hand. Zum Aufheben. Und dann stellt uns Adrian Fragen stellen und wir darauf antworten, wer wird eher das oder wer ist eher so. Und dann wird einfach die Farbe aufgehebt. Genau. Gut. Ah, wir haben Fragen übrigens noch nicht gehört. Wir wissen noch gar nicht. Mal vier davon wissen wir, aber den Rest nicht. Wer ist ordentlicher? Sicher nicht! So ein Quatsch! So ein Seil! Ich bin nicht ordentlich! Das ist doch Blödsinn! Ja, ja. Okay. Gut. Wer vergisst eher Geburtstag? Ja, würde ich jetzt auch sagen. Du bist eher... Vergiss recht viel. Ja, so Zeug vergisst. Wer braucht länger, um sich am Morgen parat zu machen? Nein, ganz sicher nicht. Du hast ja immer 100 Jahre. Ja, weißt du, in Berlin? Ja, aber also man muss differenzieren, wenn... Also, ich bin von Berlin ausgegangen und generell. Okay. Ich bin du hast alle 3 Jahre. Ja. Jedes Mal eine Diskussion. Wer gibt sein Geld am ehesten für etwas Unnötiges aus? Definitiv. Wer fährt am ehesten bei einem traurigen Film an brüllen? Ja, mega emotional. Wer muss am ehesten in unpassenden Momenten lachen? Ja. Wer wird am ehesten verhaftet? Aber die andere hat dazu, weil du dabei bist. Wer wird bei einer Zombie-Apokalypse am ehesten zuerst sterben? Ich will mich umbringen. Haben wir schon mal gehabt. Andrea würde zuerst gar nicht checken, um was es geht, weil sie ja The Walking Dead nicht geschaut hat. Sie ist doch so naiv und will noch die Welt retten. Ich würde kämpfen. Das ist Seichen. Wer würde eher auswandern? Ohne Kommentar. Wer würde sich jetzt sofort Haar grün färben? Ich nicht. Es hat sicher irgendwo einen Laden offen. Wer würde eher ein Huawei-Handy kaufen? Nein. Ja, ich habe keine Ahnung, was es ist, also denkst ja. du? Nein. Wer würde eher am Morgen laut singend durch den Bahnhof gehen? Ja, du wirst nicht trauen. Gut, das wär's gsi. Es könnte euch ruhig noch ein bisschen mehr Fragen sein. Adrian, darfst du noch ein bisschen kreativ werden? Ich finde das lustig. Ich auch. Lustig. Wir machen den zweiten Teil und wir lassen Adrian noch ein bisschen überlegen jetzt. Der arme Kai. Hast du Zeit? Hast aber gute Fragen. Hast wirklich mega coole Fragen. Ja, wir machen den zweiten Teil und dann sehen wir dann irgendwann einmal. Kommt dann der rauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen schönen Tag, wenn ihr immer wieder das Video schaut. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.